Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei der Vorstellung dessen, was die Bundesregierung machen will, vor etwa 4 Wochen hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz davon gesprochen, dass er jetzt die Bazooka auf den Tisch gelegt hat. Nach 4 Wochen der Corona-Hilfe in Deutschland fragen sich viele mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, ob diese Bazooka Ladehemmungen hat. Dabei ist sie eigentlich gut gefüllt. 155 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt, 1 Billion allein Haftungsrahmen des Bundes und 55 Milliarden Euro im Rahmen einer sogenannten globalen Mehrausgabe für den Bundesfinanzminister. Eigentlich liegt es nicht an der Ladung, aber diese Bundesregierung feuert nicht, um mal im Bild zu bleiben, meine Damen und Herren. Diese Hilfen kommen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern im ausreichenden Maße nicht an, denn die Unternehmer zwischen 10 und 249 Mitarbeitern, für die gibt es kein eigenes Bundesprogramm. Sie werden ausschließlich auf Kredite der KfW verwiesen, meine Damen und Herren. Das, was sie machen, das provoziert gerade im deutschen Mittelstand eine Krise nach der Krise, weil Unternehmen verschuldet aus dieser Krise heraustreten. Und dafür hat diese Bundesregierung keine Antwort, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir einen konkreten Vorschlag. Den haben wir schon vor einigen Wochen gemacht. Wir sagen, es braucht direkte Hilfen, schnelle Hilfen, und zwar direkt ausgezahlt über die Finanzämter, eine unbürokratische Liquiditätshilfe. Wir haben das negative Gewinnsteuer genannt. Es besteht eine Finanzbeziehung zwischen Unternehmen und Finanzämtern. Diesen Kanal müssten Sie nutzen, um zur Auszahlung zu kommen. Und am heutigen Tag stellen wir Ihnen eine zweite Stufe vor, nämlich ein Versprechen, was mit einer solchen Auszahlung verbunden sein soll. Wir sagen, ein Teil des Gewinns, ein Teil des Gewinnrückgangs, Entschuldigung, ein Teil dessen, was Unternehmer in diesem Jahr nicht umsetzen und was dazu führt, dass sie Verluste erleiden, ein Teil dieses entgangenen Gewinns muss der Steuerstaat ihnen zurückerstatten. Denn diese Unternehmer waren in den vergangenen Jahren solidarisch mit dem Steuerstaat, meine Damen und Herren. Jetzt muss der Steuerstaat solidarisch mit dem deutschen Mittelstand sein. Und deswegen sage ich Ihnen, Union und SPD lassen die mittelständischen Betriebe hier leider weiter im Regen stehen. Nach der Krise werden tausende Unternehmen trotz kurzfristiger Liquiditätshilfe vor der Pleite stehen. Und deswegen braucht es eine solche nachträgliche Steuersenkung. In dem Zusammenhang fand ich die Bemerkung des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Dr. Mützenich, heute Morgen sehr spannend bei der Regierungserklärung. Er hat nämlich gesagt, Steuersenkungen kommen nicht in Frage. Ich frage mich übrigens, wo er gestern Abend beim Koalitionsausschuss war, wo Sie ja zumindest einen kleinen ersten Schritt gemacht haben im Rahmen einer erweiterten Verlustverrechnung für Unternehmen. Da sind nur 4,5 Milliarden Euro vorgesehen im Vergleich zu den 55 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen. Nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich sage Ihnen in aller Klarheit, wir haben seit Wochen darüber gesprochen. Gestern ist ein Minischritt gemacht worden. Den stellt die SPD schon wieder in Frage. So kann man die Sicherheit für die mittelständischen Unternehmen jedenfalls nicht schaffen in Deutschland. Und das, was wir hier vorschlagen, das findet ja Zuspruch. Das findet ja Zuspruch bei Ökonomen. Ich sage beispielsweise der Präsident des Instituts für Volkswirtschaft in Kiel, Professor Felbermayr, hat gesagt, das ist genau das richtige Instrument in der Krise. Jetzt muss Unternehmen mit Liquidität geholfen werden, meine Damen und Herren. Deswegen bitte hören Sie darüber damit auf. Ich sage das in Richtung Union und SPD ganz deutlich, beispielsweise die niedersächsische Landesregierung, die Große Koalition in Hannover. Hören Sie damit auf, über Abwrackprämien zu sprechen. Hören Sie auf, über irgendwelche Konjunkturprogramme zu philosophieren. Dieses Geld, was wir gemeinsam mit Unterstützung der Freien Demokraten zur Verfügung gestellt haben, das muss jetzt dem deutschen Mittelstand, der leidet in dieser Krise, zur Verfügung gestellt werden. Keine staatlichen Programme, die Mittelständler, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen das Geld. Und zum Schluss, Herr Präsident, denken Sie bei echter Öffnung, bei Einhaltung des Infektionsschutzes nach. Die Gastronomie ist jetzt besonders betroffen. Andere Unternehmen, der Mittelstand über 800 Quadratmeter, oftmals Inhaber und familiengeführt, ist betroffen. Ich sage Ihnen auch, der Vorschlag von gestern, zu sagen, wir senken die Mehrwertsteuer von 19% auf 7%. Auch 12% Steuervorteil auf null Umsatz bleibt leider null. Hier muss die Große Koalition umdenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dürr. Ich finde es ja mittlerweile begeisternd, dass alle Redner beginnen mit, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, um dann nicht zum Schluss zu kommen. Also, nicht, das ist ja bei allen so. Es ist demnächst Vorgabe, dass Sie zum Schluss kommen. Ich kann es deshalb sagen, weil wir noch ein bisschen warten müssen. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Fritz Günzler.